Wir sehen hier eine Pharmaanwendung, eine kundenspezifische Systemlösung, bestehend aus Standardkomponenten, Greifen, Drehen und lineare Bewegungen, wo wir das Auf- und Abnehmen eines Deckels im Pharmabereich zeigen. Das Ganze hier komplett auf Standard, wo wir noch nicht im Reinraum unterwegs sind. Aber wenn es darauf ankommt, gerade im Pharmabereich, haben wir einen Präsenter weiter die entsprechenden Lösungen. Hier haben wir eine kleine Auswahl unserer neuen Reinraumgreifer der Reinraumklassen 2 bis 4. Elektrisch angetrieben, elektrisch servo, auch Dreibackengreifer und das Ganze auch in der pneumatischen Variante. Und eins weiter in unserem kleinen Aquarium, wenn es darauf ankommt, auch für den Feuchtebereich in der IP-entsprechenden Schutzklasse. Wir zeigen hier an unserem Industrieroboter Präsenter das neue Wechselsystem FWR. Haben wir in 4 Baugrößen aktuell am Markt, von ISO 40 bis ISO 80. FWR ist eine Abwandlung von unserem Match-System. Das heißt, wir haben hier auch ein aktorfreies Schnellwechselsystem. Die Ausdrückbewegung findet durch den Roboter statt, der in den Bahnhof einfährt und dadurch die Ausdrücktasten betätigt. Unterschied zum Match ist hier, dass wir externe Energieelemente anbringen können aus unserem Standard-Wechselbaukasten und somit sehr, sehr flexibel in der Anwendung sind, was die externe Energieversorgung betrifft. Unten drunter hier montiert am Demonstrator auch brandneu unser Z-Ausgleich mit der Besonderheit, und das zeigen wir hier mit diesem Aluhebel, dass er sehr, sehr steif in der Z-Achse ist. Wir drücken quasi auf eine Auslenkung mit dem Hebel und sehen hier dann, dass er tatsächlich nur in der Z-Achse ausweicht und auch nicht um seine Winkel nochmal eine Zusatzbewegung ausführt. Wir haben hier auf dem Roboter-Panel unsere Comfort-App. Das Ganze dient zur Handbedienung der Greife. Wir können die Greife hier schließen und öffnen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Sauger. Wir haben die wichtigsten Befehle und die wichtigsten Rückmeldungen, beispielhaft offen, geschlossen und auf Werkstück. Wir können weiterhin hier im Handbetrieb die Rezepturnummer anwählen, somit für das manuelle Einrichten der Greifer und Sauger eine optimale Ergänzung zu unserem SCM-Modul. Teil unserer Comfort-App, mit der wir die manuelle Handbedienung realisieren, ist auch ein Plugin für den Whizzer. Was wir hier unten sehen, ist die Match-Anwendung ausgewählt und wir bringen hier mit die Befehle Grip und Release für Öffnen und Schließen von Greifer oder Sauger und die Referenzfahrt, das Rezeptursetzen von der Werkstücknummer 1 bis 15. Außerdem wichtig für unseren Match-Wechselvorgang, das Vorbereiten des Wechselns und auch das Abprüfen, ob der Wechselvorgang korrekt ausgeführt wurde. Das Ganze ist Teil der Comfort-App und ermöglicht dann im Wizard die komfortable grafische Bedienung und Roboterprogrammierung, wie man es aus der neuen ABB-Welt her auch gewohnt ist. Hier im ABB-Präsenter sehen wir unser Match, passend für den Gopher, das Festteil. Wir nutzen hier die beiden M8, um die interne Kabelverbindung des Roboters auszunutzen. Das heißt, Kommunikation und Spannungsversorgung leiten wir durch den Roboterarm intern durch. Das Ganze wird ergänzt durch unser dazu passendes fertig verkabeltes SCM-Modul, passgenau für den ABB, wo wir die passenden Stecker für den Roboter-Controller haben, sodass es einfach einen Plug-and-Play-Aufbau ermöglicht. Ergänzt dazu die Comfort-App für den Roboter, die die Handbedienung und auch die automatische Programmerstellung ermöglicht. Hier auf der MOTEC 22 haben wir die Premiere unserer AIPN-Serie. Das ist ein elektropneumatischer Druckerzeuger. Wir erzeugen hier die Druckluft von 4 bis 6 Bar und haben noch 2 Ventile integriert. Das heißt, ich kann punktgenau da, wo ich es an meiner Anwendung brauche, eine kleine Menge Druckluft erzeugen, vielleicht in einer sonst monoenergetischen Anlage. Zu sehen hier über den kleinen Greifer. Das heißt, dafür sind die Luftmengen absolut ausreichend. Das Ganze über 24 Volt angesteuert und versorgt. Einfache binäre Signale, somit ideal für monoenergetische Anlagen oder auch für HGVs oder fahrerlose Transportsysteme, da wo ich sonst üblicherweise keine Druckluft habe und sie mir punktgenau erzeugen kann. Wie auch schon bei unseren kabelgebundenen Greiferlösungen wollen wir auch im Bereich Wireless nicht nur die Produkte selbst anbieten, sondern auch die gesamte Lösung. Das heißt, wir schließen die Kette durch Funktionsbausteine auf der SPS-Seite und bieten selbstverständlich auch den Service, wie das ganze System integriert und genutzt wird. Als weitere Neuheit präsentieren wir hier die Wechselschnittstelle für unsere Frässpindeln, für unsere Elektrospindeln. Interessant ist hier die modulare Bauweise. Wir haben einen Standard-Werkzeugwechsler aus der Baureihe WWR.
gepaart mit entsprechenden Kontaktelementen, um die Signalleitung oder auch die Lastverbindung zu übertragen. Für diese luftgekühlte Spindel reichen uns diese beiden Elemente. Für eine wassergekühlte Spindel haben wir zusätzlich die Option, auch die fluidische Verbindung über den Werkzeugwechsler herzustellen. Das ermöglicht uns, diese Komponenten am Roboter einzusetzen und standardmäßig zu adaptieren. Und mit der Ablagestation habe ich die Möglichkeit, die komplette Spindel bei Bedarf einzuwechseln oder mit dem Roboter abzulegen und sich dann beispielsweise ein weiteres Handling-System wieder zuzuführen. Die modulare Bauweise ermöglicht mir hier also, mich am Standardbaukasten zu bedienen und damit sehr einfach mein System auszustatten. Über die Spindel hinaus liefern wir natürlich noch die entsprechenden Leitungsverbinder für die Leistung und Signalleitung sowie die entsprechenden Frequenzumrichterpakete und die entsprechenden Parametersätze. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, ein aufeinander abgestimmtes Paket zusammenzustellen und das im Endeffekt heraus aus dem Katalog mit einfacher Auswahl der standardisierten Komponenten. Eine weitere Neuheit stellt in der Serie unser Nullpunktspannsystem die Erweiterung um das Palettenwechslermodul dar. Ich habe hier die Möglichkeit, mit den auf der Grundplatte angeflanschten Nullpunktspannsystemen in meiner Maschine toleranzfrei zu docken und habe das Ganze gepaart mit der Wechseleinheit so ausgelegt, dass ich mit dem Roboter die vorgerichtete Einheit in meine Maschine verspannen und einlegen kann, dann mit meinem Roboter herausfahren kann und die Möglichkeit habe, mit der Wechseleinheit beispielsweise Greife einzuwechseln, um in der Zwischenzeit der Bearbeitung weitere Schritte mit dem Roboter durchzuführen oder weitere Montageaufgaben mit dem Roboter zu erledigen.